Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Cars. Heute mal wieder auf der Nordschleife, der Eifelwald ist am Start und wir sind in der Prototypen-Klasse quasi, fahren ein Multi-Class-Racing, das ist hier nämlich auch möglich, was ich sehr geil finde. Also ihr seht es ja schon, Platz 1 LMP2, Platz 2 LMP2 und Platz 3 sind schon wieder mit Radical SR3 RS. Da weiß ich gar nicht, in welcher LMP-Klasse der fährt, ich glaube, das ist so ein bisschen außerhalb. Naja, ein Audi 18 R18 TDI ist dabei und halt noch so ein bisschen was langsam und schnell gemixt ist. Insgesamt sind wir bei 32 Leuten und ich starte das ganz einfach mal. Los geht's. Wir haben 5 Uhr morgens am 5. Oktober 2014, zumindest laut Einstellungen. Das heißt, man könnte hier eigentlich sogar noch Lichtlein anmachen. Aber das brauchen wir gar nicht, haben die anderen auch nicht an. Wow, wir müssen mal lieber uns auf die KI einschießen. Da ist schon der erste Audi an uns vorbeigegangen, glaube ich. Alter, kann der hier durch. Und hinter uns wartet noch einer auf Überholerlaubnis. Scheiße, musste ich gerade mal eben das Licht ausmachen. Habt ihr natürlich nicht gesehen. Wer ist da denn noch? Noch einer. Ach du Scheiße, das ist Marek. Orica. Ja, auf jeden Fall alles LMP1er. Da können wir so nicht mithalten. Die müssen wir erstmal durchlassen. Ich weiß, auf so einer großen Strecke bringt es nicht wirklich viel, Multi-Class-Racing anzufangen. Erst recht nicht mit so einer durcheinandergewürfelten Aufstellung. Aber ich fand es halt trotzdem mal ganz witzig, nur zu zeigen, dass es halt geht, dass man hier Multi-Class racen kann. Und das finde ich echt schon sehr geil. Mal aufpassen, jawohl, da wollen sie noch vorbei oder können sie sogar noch vorbei. Oh, wie spät die hier auf die Bremse steigen. Ist es noch ein Audi hinter uns? Hey, das ist ein Marek. Alter Schwede, wie viele LMP1 haben wir denn hier drin? Das gibt's ja gar nicht. Ja, wir fahren so in der Klasse Caterham SP300, den wir auch schon mal gefahren sind. Können wir eben gucken, wie viel Leistung wir haben, das weiß ich gar nicht. Guck mal, 240, 245 PS, mehr sind das gar nicht. Und irgendwie 180 Newtonmeter. Und trotzdem sind wir hier richtig schnell. Weil wir einfach nichts wiegen. Wer ist da neben uns? Ach du Scheiße, kannst du nicht mal Bescheid sagen? Oh, wir müssen jetzt eigentlich mal passieren lassen. Ich halte schon die ganze Zeit auf den Audi hinter uns. Habt ihr die Drehzahl hochgehen hören? Hui, da ist schon ein Reifen wohl hinten in der Luft, würde ich sagen. So, kommst du jetzt vorbei? Jawohl, er geht vorbei. Macht uns natürlich hier schön die Tür zu. Du bist ein Arschloch. Natürlich nur ein virtuelles. So, jetzt könnt ihr aber hier vorbei, alle Mann oder nicht. Wir sind 16. immer noch. Wir haben uns doch schon so viel überholt. Wir warten noch ein paar LMP1er. Ja, dafür muss ich mir nächstes Mal noch was überlegen. Entweder mache ich da vorher eine Quali-Session, das geht ja auch. Dann haben wir die ein bisschen sortierter und dann ist es wirklich so, dass LMP1 gegen LMP1 fährt und LMP2 gegen LMP2 und bla bla bla. Hier, dann ist ja echt ein bisschen Pup mit Traller. Wenn hier alle so nach und nach durchtrudeln und von hinten durch müssen. Allerdings ist es ja auch im echten Multiclass-Rennen so, dass du die ganze Zeit Verkehr auf der Strecke hast. Da ist es egal, ob man auf der Nordschleife unterwegs ist bei einem 24-Stunden-Rennen. Fährst du ja auch nun mal eine Menge Runden und da wirst du halt auch öfter vom schnelleren Verkehr überholt, wenn du in so einer langsamen Karre sitzt. Und das macht ja dann auch irgendwo den Reiz aus, beziehungsweise das ist das Schwierige daran, dass du halt die ganze Zeit mit Verkehr klarkommen und umgehen musst. Alter, sind wir hier reingesprungen, da hat es mich auch gleich wieder rausgehauen. Ja, dann wollte ich den Audi vorbei, aber darfst du nicht, weil du kein Audi bist. Oh, was ist denn hier los? Hallo? Was macht ihr denn so? Ich hab hier keinen Sprit mehr.
das verstehe mal einer, aber will, da streikt einer, glaube ich. Boykottiert und blockiert die Strecke. Sie war wieder 15, na gut. Mal gucken, wann die kommen. Geil, ey, wie die Sonne da durch die Bäume durchscheint. Ich schalte, glaube ich, immer ein bisschen früher, habe ich das Gefühl. Hier bin ich ein bisschen langsam. Und das fühlt sich gerade so schnell an. Das sind mehr als 220 km/h, habe ich das Gefühl. Ich glaube, stimmt, ja. Es kam ja ein neues Patch, ein neues Update raus. Und deswegen habe ich das Field of View vergessen einzustellen. Deswegen sieht es auch ein bisschen weiter weg aus und es wirkt alles ein bisschen schneller. Ich hatte mir mal überlegt, das eh für die Videos zu machen, um nur, wenn ich privat fahre, mir das Field of View korrekt einzustellen. Weil es einfach schneller und dramatischer und actionmäßiger aussieht. Dann hätte ich gesagt, wir müssen in den Pit mähen, ne? Ich glaube nur, dass wir die Inside-Line covern sollen. Na, es sieht halt einfach dramatischer aus, wenn es schneller ist, ist natürlich klar. Moment mal, konnte ich das nicht... Konnte ich doch irgendwie live und direkt einstellen. Huch, da vorne nach hinten, ja, hier kann ich nur den Sitz einstellen, aber das hat nichts mit dem Field of View zu tun. Naja, ist ja auch Wumpe. Viel wichtiger wäre vielleicht gewesen, mir das Getriebe hochzustellen. Und guck mal da, wie dreckig die Kamera aussieht. Ich glaube, das ist auch neu. Das ist mir so nämlich noch gar nicht aufgefallen. Wenn man so die Sonne ein bisschen entgegen der Sonne entgegenguckt, dann hat man da so Dreckeffekte auf der Kamera. Das werdet ihr hier sehen. Müsste eigentlich, ne, wird nicht gezeigt. Na gut, dann nicht. Hier ist ja auch gar keine Sonne, da ist die Sonne. Ja. Ich habe genau alles verstanden, was du mir gesagt hast, lieber Spotter. Fahren wir einfach mal Vollgas durch, dann hast du doch gesagt, nee, nicht ganz, ne? Hast du gesagt, ein bisschen vom Gas geben müssen wir. Boah, es fühlt sich aber echt mega schnell an. Und das ist auch, glaube ich, das Problem. Beziehungsweise deswegen funktioniert es einfach so gut, mit einem niedrigen Field of View zu fahren. Man hat optisch gesehen mehr Zeit. Es ist hier alles so hektisch. Die Sachen sind auch ein bisschen größer, weil man einfach ja ein bisschen näher ranzoomt, wenn man so möchte. Das stimmt, das kann man so gar nicht übertragen. Nee, kann man so nicht sagen. Aber du bist auf jeden Fall näher am Bild. Du siehst einen kleineren Ausschnitt. Und deswegen wirkt das alles langsamer bei einem kleineren Field of View. Wenn das größer ist, dann siehst du natürlich mehr vom ganzen Ausschnitt. Und dann wirkt das alles schneller. Aber das wäre auch ein bisschen cheaten. Außerdem möchte ich ja auch gut fahren in den Videos und nicht nur, dass es schnell aussieht. Hätte ich da mal nach hinten geguckt, da war uns diese Karre genau am Auspuff klebend. Merkt vielleicht, wie ich hier nicht immer die richtige Linie fahre, aber eigentlich nur um den Platz zu lassen, damit wir überholen können, aber das haut man nicht so ganz hin. Übrigens eine sehr komische Lichtstimmung, die ich hier finde. Das ist alles so nichts Halbes und nichts Ganzes, irgendwie so grau und grau. Aber wir haben früh morgen und es ist eigentlich ein warmer Herbsttag, so wie ich es eingestellt habe. Sieht noch ein bisschen neblig aus. Und wir sind 20. Hinter uns auch nur LMP1-Fahrzeuge. Ich weiß gar nicht, wo unsere Kontrahenten bleiben.
Wahrscheinlich ziehen wir die nach Strich und Faden ab, so wie es sich gehört. Scheiße. Breitscheid verkackt. Ein bisschen zu euphorisch eingelenkt. Jetzt machen wir mal Platz hier. Wollen wir mal zusehen, dass die vorbeikommen. Jawohl, einer. Ist da noch einer gewesen. Aber hier bremst, der hat auch eigentlich nicht kein Vorbeikommen verdient, ey. Die stehen genauso wie gestern auf 90 km/h. 90 Punkte. In der Schwierigkeitseinstellung 90 km/h. Ja, ein bisschen schneller. Deswegen, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ich glaube, maximal kann man die bis 100 stellen. Was aber natürlich auch noch nicht fix ist. Das ist alles noch variabel und natürlich austauschbar, abänderbar und so weiter. Ihr wisst es ja, bald kommt die Release-Version Project Cars raus. 21. November. Genau, richtig noch, um das Weihnachtsgeschäft noch mitzunehmen. Sehr gut. Entschuldigung. Was zur Hölle ist das denn? Habt ihr das gesehen? Ja, das zeige ich mal nicht weiter. Da sind irgendwie feststeckende Funken. Da ist es auf jeden Fall noch ein Bug gewesen. Nicht, dass da ein Fahrzeug noch irgendwie im Boden steckt. Und wenn deswegen gleich das Spiel abstürzt oder so. Einfach mal nicht sieht, ist das geil. Ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv, wenn man in dem Spiel mit so schöner Grafik dann wegen der Sonne nicht sieht. Ja, ist ja ein bisschen blöd. Das müsste man ja eigentlich bei hässlichen Spielen machen. Wir drehen bis 10.000 noch was Touren hoch. Alter Schwede. Und wenn mich nicht alles täuscht, sind die Radicals sogar Straßen zugelassen. Also das Auto, was ich hier fahre, könnte man so theoretisch auch auf der Straße fahren. Dann gibt es ja in dem Spiel den SR3 RS und den SR8 RX oder so ein Quatsch. Ich bin einmal mit kleinem und einmal mit großem Motor und die sind beide, glaube ich, Straßen zugelassen. Wie gesagt, lass mich gegen die Wand fahren, wenn ich jetzt Scheiße erzähle. Aber ich glaube, das ist so. Verdammt! Okay, ich habe gegoogelt, es ist nicht so. Scheiße, von hinten kommt aber keiner. Bleiben wir halt 24. Ja, war jetzt nicht das spannendste Multiclass, Mixed Class Racing Rennen. Vor allem geht hier wieder einem der Sprit aus, glaube ich. Ist ja witzig. Aber ich habe euch mal gezeigt, dass es geht. Und ja, es kann mit der richtigen Fahrzeugstreckenkombination auf jeden Fall deutlich mehr Spaß machen als jetzt hier. Vielleicht, wenn man hier auch 10 Runden Nordschleife mal dranhängt, dann ist das auch schon wieder eine ganz andere Hausnummer. Dann geht es ums Überrunden und so weiter. Und dann, wenn der Verkehr komplett gemixt ist, dann wird es auch richtig interessant. Übrigens, das Wackeln der Außenspiegel nicht nur ausgelöst durch den Wind, beziehungsweise überhaupt, glaube ich, nicht ausgelöst durch den Wind, sondern eher durch Motorvibration. Wenn ich jetzt mal die Kupplung trete, stehen die nicht still. Alles klar. Habe ich nicht gesehen. Da wackeln sie. Habt ihr gesehen, ne? Als ich den Motor aufheulen lassen habe, da fangen sie an zu wackeln. Ist mir zwar schleierhaft, warum das bei einem 1er BMW passiert, aber so ist es halt gedacht. Vielleicht wird es dann noch abgeschwächt. Ich sage danke fürs Zusehen, das war's mit einer kleinen Folge Project Cars Mixed Car Racing und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!